Trier, vor nahezu 2000 Jahren gegründet, eine Stadt mit römischen Baudenkmälern, mit mittelalterlichen Straßen und Kirchen, aber auch eine moderne Stadt, in der zahlreiche Probleme zu lösen sind. Dies geschieht durch den Stadtrat, dessen Mitglieder von den Bürgern gewählt werden. Meine Damen und Herren, die vierjährige Sitzungsperiode des Stadtrates geht zu Ende. Am 23. Oktober entscheiden die Trierer Bürger über seine zukünftige Zusammensetzung. Die im Stadtrat wirkenden ehrenamtlichen Vertreter der Bürgerschaft sind berufen, Leben und Antlitz unserer Stadt zu gestalten. Das geht jeden Trierer unmittelbar an. Es ist auch seine Leistung, wenn in den letzten 4 Jahren große und lebenswichtige Vorhaben verwirklicht werden konnten. So die Riveris-Trinkwassertalsperre und die Kläranlage, vorbildliche Schulen und Sportanlagen, neue Wohnviertel und Gewerbegebiete. Aber wir wollen nicht nur von den großen Trierer Dingen sprechen. Auch die Arbeit des Stadtrates setzt sich aus vielen, oft unscheinbaren Bemühungen zusammen. Dank ihres Wachstums aus starken christlichen Wurzeln sucht unsere Stadt das Glück in den kleinen Räumen, wo der Mensch sich zu Hause weiß, in seinem Stadtbezirk, in seiner Pfarr- und Kirchengemeinde und in seinen selbstgewählten Gemeinschaften, seien es die kulturellen und sozialen Vereinigungen, Sportvereine oder auch Karnevalsgesellschaften. In diesen vielen lebendigen Zellen sind unsere Bürger mit Tatkraft und Heimatliebe am Werke. Sie gilt es zu fördern. Trier kann nicht zentralistisch regiert werden. Dazu ist es zu familiär. Und es wäre nicht mehr die von uns allen geliebte Stadt, wenn ihr vielfältiges Eigenleben einem schematisierenden Zeitgeist zum Opfer fiele. Daher wollen wir auch in Zukunft dem guten Neuen einen Weg bahnen, ohne die Pflege bewährter und überaus menschenfreundlicher Traditionen zu vernachlässigen. Dass dies auch künftig dem Stadtrat gelinge, ist mein herzlicher Wunsch. In jeder Gemeindearbeit muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Dies gilt besonders für unsere Kinder. Der Neubau der Volksschule St. Martin macht Lehrern und Kindern viel Freude. Ohne lange und dunkle Flure kommen die Kinder über die hellen Treppen direkt in die Klassen. Die Klassen sind von 2 Seiten belichtet. In solchen Schulen kann sich die Jugend wohlfühlen. Die Kinder der Sonderschule sind besonders schön untergebracht. Ihr Schulgebäude war früher Sitz des Deutschritterordens, ist aber heute im Innern nach modernsten schulischen Gesichtspunkten gestaltet. In solchen Räumen können Kinder, selbst wenn sie noch von Hemmungen aller Art freigemacht werden müssen, zu frohen und lebenstüchtigen Menschen herangebildet werden. Die alte gewerbliche Berufsschule konnte den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. Der Neubau mit seinen modern eingerichteten Werkstätten entspricht der neuzeitlichen Berufsausbildung. In Biewer ordnet sich der Schulbau harmonisch in das Orts- und Landschaftsbild ein. Trotz beachtlicher Leistungen gibt es noch unzulängliche Schulen. Obwohl die Stadt seit 1948
Rund 9,5 Millionen, davon nahezu 4 Millionen in den letzten 4 Jahren für Schulbauten ausgegeben hat, muss auch in Zukunft noch vieles getan werden, um in allen Schulen die gleich guten Verhältnisse zu schaffen. Wenn die Stadt, wie beabsichtigt, jedes Jahr eine neue Schule baut, ist mit der Lösung des Schulraumproblems in naher Zukunft zu rechnen. Eine ideale Sportstätte wurde im Weißhauswald mit Unterstützung der Stadt geschaffen. In Heiligkreuz entsteht eine neue Bezirkssportanlage. In unseren städtischen Freibädern erholen sich Jung und Alt in Wasser, Wind und Sonne. In dem kleineren und intimen Freibad Nord tummeln sich mit Vorliebe die Kinder. Das ungleich größere Freibad Süd wird allen sportlichen Anforderungen gerecht. Selbst 5000 Besucher finden auf der großen Fläche Platz. Hier darf man nicht schwimmen. Dieses Wasser ist zum Trinken bestimmt. Die Reveres-Talsperre liefert auch im heißesten Sommer ausreichend Wasser. Bei der Breite des Erdwalles ist ein Dammbruch nicht möglich. Überdies wird die Dichtung des Dammes ständig im Kontrollgang überprüft. Die Zufuhr des Wassers nach Trier wird im Schieberschacht geregelt. In der Filteranlage wird das Wasser nochmals gereinigt und der Zufluss in die Wasserleitung sowie der Druck in der Schaltzentrale überwacht. Ebenso wichtig wie das Heranführen von gutem Wasser ist die Beseitigung des verbrauchten Wassers. Die mit nahezu 6 Millionen gebaute Kläranlage sorgt dafür, dass die Abwässer sauber in die Mosel kommen, um deren Verschmutzung nicht zu vergrößern. Obwohl in den letzten Jahren viele Wohnungssuchende mit Neubauwohnungen versorgt werden konnten, ist die Wohnungsnot immer noch nicht beseitigt. Hierbei fällt es der Stadt in erster Linie zu, gesunde Wohngebiete durch Straßen und Versorgungsleitungen zu erschließen. Wolfsberg und am Zielbrett gruppieren sich neue Eigenheimsiedlungen um die markanten Punkthäuser. Der Bau von Wohnungen wird allenthalben gefördert. Die Wohnungen in der Steinrausch und in Trier Nord sind schon seit längerem bezogen. In der Kohlenstraße entstanden vor kurzem neue Bauten. Auch für die Gartenstadt Mariahof sind die Vorarbeiten bereits im Gange. Hier werden Eigenheime und Mietwohnungen entstehen. Eine der schwierigsten kommunalen Aufgaben ist die schrittweise Beseitigung der Notunterkünfte. Trier hat noch etwa 1000 solcher Elendsquartiere. Allein in der Hornkaserne leben mehr als 1700 Menschen. Das Sanierungsprogramm der Stadt sieht vor, mit Hilfe des Bundes und des Landes jährlich etwa 100 familiengerechte Ersatzwohnungen zu schaffen. 1958 entstanden in Heiligkreuz und am Südblick 88 Wohnungen. Im Rechnungsjahr 59 waren es 111 am Karzweg und am Zielbrett. 1960 werden außerdem Mietwohnungen am Gruberweg Kürens und an anderen Stellen erstmals im Sanierungsprogramm Eigenheime für kinderreiche Familien mit begrenztem Einkommen gebaut. Es ist doch ein Charakteristikum Triers, dass landschaftlich geplant wird. Was die Natur schenkt, wird von Menschenhand gepflegt und bereichert so das Bild unserer Stadt. Thank you.
Kinderspielplätze lassen sich besonders schön in den öffentlichen Grünanlagen herrichten. Notwendiger aber sind sie in den dicht besiedelten Wohn- und Geschäftsvierteln. Das in diesem Jahr angelaufene Programm sieht vor allem die Anlage von Hausspielplätzen vor. Nach dem Grundsatz, dass Aufgaben durch die engere Gemeinschaft wahrgenommen werden, während Staat und Stadt unterstützen, entstanden wie hier in Kürenz Kindergärten und Jugendheime in allen Stadtteilen. Auf diesem Platz wird demnächst der Kindergarten der evangelischen Gemeinde entstehen. Im stadteigenen Gebäude der früheren Abtei St. Marien, dem sogenannten Exzellenzhaus, gestalteten die verschiedensten Jugendgruppen ihre Räume selbst aus. Überall in diesen Heimen kann die Jugend ihr Eigenleben ungestört entfalten. Man sieht, es geht auch ohne Spielautomaten und öde Kneipen. Ebenso fördert die Stadt die Kinder- und Altenerholung in Lampaden und die der Jugend an der Schankweiler Klause. Gleichfalls unterstützt wurde die Wiederherstellung des Altersheims der Vereinigten Hospizien und der Neubau des Altendorfes der Arbeiterwohlfahrt. Angemessene finanzielle Beihilfen leistet die Stadt den bestehenden gemeinnützigen und privaten Krankenhäusern. Im Norden unserer Stadt und in verkehrsbegünstigter Lage wurde ein ausgedehntes Gelände, früher Kleingärten, für die Industrie bereitgestellt. Viele bisher im Stadtgebiet verstreute Unternehmen haben sich hier niedergelassen. Für neue ist Raum vorhanden. Den hier angesiedelten Betrieben werden in Kürze weitere folgen. Auch in Trier-West wurde vom Stadtrat weiteres Gelände für Betriebe ausgewiesen. Hier wurden durch neue Ansiedlung der Gardinenweberei zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Stadt wäre aber schlecht beraten, wenn bei der Industrieförderung einheimische Betriebe nicht berücksichtigt würden. Betriebe, die sich dank der Initiative ihrer Unternehmer aus kleinsten Anfängen entwickelten. Unsere Stadtbibliothek ist eine der bedeutendsten deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, deren Bestände zu einem großen Teil aus den alten Universitäts- und Klosterbibliotheken stammen. Weit über die Grenzen der Stadt, ja über den Trierer Raum hinaus, gibt sie Menschen aller Stände die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern. Ihre Schatzkammer birgt einzigartige Kostbarkeiten. Trier besitzt eine von den ersten Gutenberg-Bibeln. Das Ader-Evangeliar trägt auf seinem Einband den aus edlem Stein geschnittenen Kaiser Cameo, von dem es nur vier in der ganzen Welt gibt. Im freundlich restaurierten Simeonsstift haben die Sammlungen unseres städtischen Museums eine Heimstatt gefunden. Während der Autobus der Bücherei das gute Buch in die Randgebiete bringt, kann sich die Jugend ihren Lesestoff in einer modernen Freihandbücherei selbst aussuchen. Der Erwachsenenbildung dient die Volkshochschule mit ihrem umfangreichen Programm. Das Theater befindet sich noch in einer Notunterkunft. Jedoch ist der Neubau bereits in der Planung. Sekunden vom Alarm bis zur Ausfahrt. Seit dem Alarm 2 Minuten und 7 Sekunden.
Eine leistungsfähige Fahrstraße von der Südallee über den Viehmarkt bis zur Fleischstraße ist hergestellt. Die geplante Parkplatzkette kann angeschlossen werden. Die neu geschaffene Stresemannstraße ermöglicht einen reibungslosen und flüssigen Verkehr. Beim Balduinsbrunnen wurde das Grün des Alleenringes erhalten und ist schöner als früher. Der Durchbruch in der Reichsabtei verbindet den Alleenring mit dem Verteilerring Nord zur Entlastung des nördlichen Stadtteils. Die Fahrbahnen des Alleenrings sind durch die Porta Nigra unterbrochen. Sie wurden über Simeon Stiftplatz und Margaretengässchen geschlossen. Durch Fußgängerunterführungen kann die Leistungsfähigkeit dieses Verkehrspunktes noch erheblich gesteigert werden. Alles in allem ist Trier auch Metropole des Trierer Landes. Tausende finden hier Arbeit und Lebenserwerb. Die Menschen des angrenzenden Raumes und des benachbarten Auslandes kaufen gern in dieser Stadt ein. Trier ist eine lebendige Stadt, die der Zukunft optimistisch entgegensieht. Die Schiffbarmachung der Mosel bindet Trier an das deutsche und französische Schifffahrtsnetz an und schafft die Voraussetzung für eine weitere Aufwärtsentwicklung des Trierer Raumes.